Hallo, hallo, liebe Fry-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Draw My Thing hier auf dem mindplex.com oder .eu Server, ist eigentlich Wayne. Sagt man das jetzt überhaupt noch Wayne? Wayne interessiert's. Okay, ich zocke heute einfach mal Draw My Thing, weil ich gesehen habe, dass schon wieder so lange her ist, die letzte Runde. What's up? Sup? Alter, man kann hier Linien zeichnen, gerade Linien, das habe ich noch nie gemacht. Mensch, die haut da einfach ein paar Linien raus. Naja. Ich habe gefragt auf Twitter, wenn ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, aber einen Twitter-Account habt, dann solltet ihr das eventuell nachholen. Mensch, das ist aber eine gerade Linie, One. Vielleicht gehört es das auch so. Showtime Fact. Shopping Cart. Showtime Fact oder Shopping Cart. Ne, das sind zwei Sachen, die sind wirklich fast identisch. Naja, ich habe auf Twitter auf jeden Fall gefragt, ob ihr mir Themen schreiben könntet, die ich halt ne, für ein Video halt Themen, in dem ich über die ich in einem Video reden kann, ne, genau, so meine ich das, und habe ein paar Vorschläge bekommen und ich dachte mir, ich rede jetzt mal über Killerroboter. Ja, weil ich da letztens auch was in den News gehört habe. Dreieckige Chips. Carrot! Ja, wahrscheinlich. Alter. Ich glaube, ich bin der Einzige, der da jetzt irgendwie an eine Karotte dachte, obwohl ich habe nicht mal an eine Karotte gedacht. Ich weiß nicht, ich habe einfach nur, ich habe jetzt nicht vom Bild her an eine Karotte gedacht. Was ist das denn? What the fuck? Was ist das denn? Head. Oh mein Gott! Warum ist es immer so knapp? Scheiß doch die Wand an. Auf jeden Fall will ich ein bisschen über Killerroboter reden. Und zwar hat der Elon Musk neulich auch uns gewarnt vor Killerrobotern halt. Und irgendwie soll jetzt was unterzeichnet worden sein, dass die nicht mehr mit der Entwicklung jetzt erstmal weitermachen, dass die jetzt erstmal stoppen von Killerrobotern. Weil es würde ja auch irgendwie, oder es wurde zumindest daran entwickelt, an so Killerrobotern, die halt im Krieg eingesetzt werden. Aber was, wenn sie falsch, wenn die dann einfach mal umdenken? Weil es ist ja künstliche Intelligenz und alles dann schon vorhanden. Und ja, was, wenn die dann einfach denken, jo, wir killen jetzt mal nicht den Bösen, sondern einfach mal den Guten. Pineapple, genau. Pineapple, Apple Pan. Ja, was ist, wenn sie anstatt meinen Feind einfach mal mich töten? Also, so kann es ja auch kommen mit den Killerrobotern. Und das kann man dann einfach nicht mehr aufhalten. Oh, shit. Was muss ich hier? Dance. Okay. Okidoki. What the fuck ist da los? Warum macht der so Linien? Warum macht dieser Scheiß... What the fuck, warum macht der... Mann! Warum macht denn dieser Stift so Linien? Ist es neu? Jetzt ist es weg. Hä? Alter, ich glaube, das liegt an meiner Maus. Oh mein Gott. Hör doch auf, du scheiß Maus. Die drückt einfach. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist die... Oh mein... Shit. Also, sorry, mein Maus ist shit. Just couldn't stop drawing. So. Oh, der hat schon ein Wort gegessen. Okay. Ja, auf jeden Fall haben... Also, Elon Musk, Stephen Hawking warnen schon davor und tausend andere Professoren, also... oder Experten in dem Gebiet, künstliche Intelligenz oder im Killerroboter-Gebiet da, tausend andere, also das ist wirklich eine heiße Sache und man kann sich das selber denken, künstliche Intelligenz, also es fahren ja heutzutage schon Autos von selbst und ja, jetzt stellt man sich einfach mal so einen Roboter vor, der einfach selbst denkt, es gibt heutzutage auch schon, oh mein Gott, das geht ja, oh Mann, jetzt habe ich gar nicht mitgeraten, na egal. Es gibt ja heutzutage auch schon manche Roboter, die einfach in Hotels zum Beispiel an der Theke stehen, an der Kasse, wie nennt man das im Restaurant? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die stehen halt da vor der Bar, vor der Theke. Na, ah. Oh, Mensch, wie kann ich sowas erraten? Sieht aus wie ein Arsch. Ja, das gibt es zum Beispiel in Südkorea oder Japan oder irgendwo. Dass da so Roboter einfach an der Ding stehen und dann redest du mit denen und buchst du dein Zimmer. Und ja, es gibt da schon sehr menschenähnlichen, also es gibt da schon Roboter, die den Menschen sehr ähnlich aussehen. Nur, ja, die Gesten haben sie noch nicht ganz so drauf, also man erkennt es schon noch auf den ersten Blick, was jetzt da ein Mensch und was ein Roboter ist, aber schauen wir doch mal 5 Jahre in die Zukunft oder was, wie es da aussieht. Squidward.
Squirrel! Haha, Eichhörnchen. Nice. Ah Mann, das ist ein Kunstwerk hier. Ja, auf jeden Fall finde ich das ganz gut, dass sie das erstmal gestoppt haben. Dass sie das erstmal gestoppt haben mit den Killerrobotern. Mann, hey. Mein Gott, hau halt ab! Das ist so ein Scheiß. Ich muss erst das Item switchen. Alter, hey. Maus. Ah, oh, das soll eine 306 sein. Ah, oh, ist das nervig. Scheiß Maus, ey. Scheiß Maus. Aber naja, mit den zwei Zeigern hier kann man es eigentlich erkennen. Einigermaßen. Zumindest nicht mal so ein Shit wie der vorher. Mann, wir sind ja bloß zu viert. Okay. Ja, Leute, ich wollte einfach ein bisschen heute einfach mal. Ich wollte einfach bloß ein Video raushauen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und morgen wird es wahrscheinlich ein Video geben, in dem ich euch raten lasse, weil morgen kommt eventuell, oder normalerweise kommt morgen das 100. Video. Also, wenn ich bei mir auf YouTube halt auf Videos gucke, dann steht da 99. Und wenn man jetzt FrikeMike in der Suche bei YouTube eingibt, dann steht da jetzt 98. Also ohne dieses Video jetzt. Also mit dem sind es 99. 6 Videos das 100. Und da möchte ich so ein kleines Special draus machen. Also, ja, es wird ein Video wie jedes andere auch. Aber ich möchte euch halt entscheiden lassen, was denn... Und ich spoilere es einfach mal schon. Oder? Soll ich es schon spoilern? Habe ich es schon gesagt? Nee, ich sag's mal noch nicht. Aber ihr werdet auf jeden Fall entscheiden können. Weil sonst könntet ihr jetzt auch schon überlegen. Das könnt ihr dann im nächsten... Ihr könnt im nächsten Video anfangen zu überlegen. Da wird es auf jeden Fall eine Entscheidung geben, die ich euch überlassen werde. Und ja, macht euch drauf gefasst. Freut euch drauf. Und ja, bis hierhin. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlasst, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch entertained hat. I love to entertain you. Ihr wisst schon. Überhaupt nicht geklaut, der Spruch irgendwo, von irgendwo her. Gut, Leute, macht's gut. Haut rein, die IP ist eine Adresse. Und die IP ist eine Adresse. Das ist mal wieder ein Wort, das ich hier rausgehauen habe. Oder ein Satz. Mega. Super. Krönender Abschluss. Haut rein, Leute. Ich hau jetzt ab. Ja, ihr bestimmt auch. Ciao. That's right.